Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Children of Silentown, wo wir hier in dieser Zwischenwelt irgendwie gefangen sind. Warum kann ich das nicht angucken? Sind das nicht Fußspuren oder so? Das ganze Geschirr. Hatte Papa Besuch? Aber es sind auf der anderen... Ach nee, es sind vier Tassen, ne? Okay. Hier scheint es Quinty nicht zu Hause. Es ist nur ein Hufeisen. Okay, das ist anscheinend normal. Die Küche ist ganz unordentlich. Ganz unordentlich. Das ist immer noch das gleiche wahrscheinlich. Das sind Werkzeuge für den Kamin. Ziemlich sperrig. Im Kamin ist eine Menge Asche. Das Feuer muss die ganze Nacht lang gebrannt haben. Okay, sagt aber wirklich nichts zu den Fußspuren. Ich würde gerne gucken, ob wir in den Keller können. Hier brennt zwar die Kerze, aber es ist trotzdem sehr dunkel, ne? Aha, was für eine Unordnung. Hier liegen eine Menge Glasscherben. Okay, und einen Sticker gefunden. Großer Käseleib. Warte, hier was? Die alte rostige Sichel. Okay, das ist auch immer noch da. Hier sehen wir nur das Fleisch, denke ich, ne? Hier bewahren wir Salami auf. Die Scherben aber so kann ich nicht mitnehmen. Nur den Sticker quasi, der dabei war. Sie sind alle zu klein und scharf. Ich lasse sie lieber liegen. Okay. Kann ich denn... Nein. Gar nichts. Quasi. Ich würde hier nochmal ein bisschen zentral. Das wird halt angezeigt, wenn hier irgendwas wäre, ne? Ich habe eingebildet, hier drüben gerade einen anderen Ton gehört zu haben, aber ich glaube, das war Zufall. Okay, wir haben ja oben... Wir haben ja oben noch die Schublade vom Vater, die nicht aufgeht. Aber wir haben halt doch nichts im Inventar. Können wir raus? Warum ist sie verschlossen? Papa. Er kann mich nicht einfach so einsperren. Es geht so vieles vor sich, dass ich verstehen muss. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Okay. Durch die Katzen? Wenn ich eine Katze wäre, könnte ich diesen Ausgang benutzen, aber ich bin zu groß. Wenn die Öffnung doch nur ein kleines Stück breiter wäre. Aber ich kann... Ja, doch kann ich. Ich brauche Einbrecherwerkzeug, um hier rauszukommen. Der Schuhhaken ist perfekt. Ist es dann nicht Ausbrecherwerkzeug? So, wartet aber mal, bevor wir da rausgehen. Kann ich die Schublade vielleicht mit dem Schuhhaken auch öffnen? Zerbrochener Spiegel. Kann ich den nicht irgendwie... Ist halt schon immer zerbrochen gewesen, ne? Nee? Es ist halt mir halt ein Rätsel, warum ein zerbrochener Spiegel da sein sollte. Okay, das kann ich schon mal nicht aufbrechen damit. Hier ist doch nicht irgendwo ein Schlüssel versteckt im Zimmer. Die Bücher. Auch Bücher. Kleidung ist noch immer hier. Geschlossen. Das Gefühl, dass da irgendwas drin ist. Und hier hinten ist doch auch nichts, ne? Kann ja auch nicht in das Bett gehen, ne? Okay, ist hier sonst irgendwas anderes noch, was wir besingen können? Ne, nicht sichtbar. Kann die Schublade auch nicht aufsingen. Ne.
Kann ich die Decke wegnehmen hier? Okay. Müssen wir vielleicht dann wiederkommen? Kann ich denn... Nee, auch nicht. Ignoriert bitte die Hasen. Okay, wir gucken mal hier, ob irgendwas noch ist. Die randalieren wieder und drehen sich im Kreis. Aber das machen sie mehrmals am Tag. Ne, hier ist nix. Hier unter dem Teppich kann ich auch nicht looken für den Schlüssel oder so. Ne. Gut, Leute, dann soll es hier wahrscheinlich nicht sein. Das geht auch nicht auf das Kästel, hä? Ne. Der Schrank auch nicht. Die Uhr. Na gut, machen wir erstmal mit dem weiter, mit dem wir weitermachen sollen. Ich weiß, dass Papa nicht sonderlich erfreut darüber sein wird, aber... Naja, das Brett muss sowieso repariert werden. Was ändert es schon, wenn ich es noch ein klein wenig mehr kaputt mache? Hoffentlich merkt ihr nichts. Was geht hier vor sich? Wenn das ein Scherz sein soll, dann gefällt er mir ganz und gar nicht. Habe ich sie im Inventar? Nee, habe ich nicht. Okay. Nee, rein will ich erstmal noch nicht. Ich komme erstmal hier lang. Squinty. Der sieht uns nicht, oder? Squinty, du warst die ganze Zeit lang hier. Wenigstens, du hast mich nicht. In der Stadt scheint es nicht mehr länger sicher zu sein. Die Stimmung hier fühlt sich seltsam an. Sie jagt mir Angst ein. Aber du warst schon immer du, Squinty, mein Freund. Ich muss herausfinden, was hier vor sich geht. Kann ich hier irgendwie anfassen? Okay, doch, die Katze sieht mich. Kann ich denn... Ne? Na. Okay. Okay, weil Tiere vielleicht auch unvoreingenommen sind und sowas, ne? So. Das ist eine Werkbank. Okay, weiter. Jetzt kommt nichts mehr raus. Lang gehalten. Die Wand hat jemand zugemauert. Kein Wasser mehr, das hat ja nicht lang gehalten, ja. Die Mauer ist notdürftig repariert worden. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber irgendwas ist anders. Okay. Die tollen Augenaufgaben, ich erinnere mich. Können erstmal die Ecken machen. Könnte das der Eingang der alten Schule sein? Das ist ein Briefkasten. Solche findet man heute gar nicht mehr. Steckt ein Brief drin. Ist der für mich? Wir haben einen Brief gefunden. Können wir den lesen? Ah, das ist eine Nachricht. Und was ist das? Du hast einen mysteriösen Brief gefunden. Können wir den lesen? Ah, ein kleiner Schlüssel. Sehr gut. Da gehen wir gleich mal rein. Der Schlüssel kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das Motiv schon mal gesehen? Oder zeig noch mal. Drei Kringel? Niemand kehrt jemals aus dem Wald zurück. Niemand, niemand, niemand. Außer dir. Decke die Wahrheit auf. Dir bleibt nicht viel Zeit. Ist das die Hexenstimme? Also die alte Frau, meine ich? Komme ich nicht durch, richtig? Mhm. Gut. Dann zurück mit uns. Und mal kann ich hier mit ihm was machen.
Okay. Ich probiere es einfach nochmal so aus, aber ich glaube nicht. Oder? Sie ist offen und funktioniert noch. Da sind Briefe drin und noch ein Schlüssel. Wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Diese beiden Briefe sind nicht unterschrieben. Du bringst deiner Tochter das Singen bei, aber du wagst es nicht, es selbst zu tun. Was ist nur aus deinem Stolz geworden? Es schadet nur, die Dinge nur zur Hälfte zu vollenden. Ignoriere meine Briefe ruhig, solange du willst, aber bedenke dabei, dass du nur ihr Potenzial verschwendest. So wie schon dich kann ich auch sie unterrichten. Hör endlich auf damit, auf deinen idiotischen Ehemann zu hören. Die Hexenfrau, die Oma, hat unserer Mutter geschrieben, oder? Stammen diese Briefe von der verrückten Frau, genau. Es stimmt also, dass sie Mama das Singen beigebracht hat. Wie es scheint, hat Mama ihr nie geantwortet. Das hätte ich an ihrer Stelle auch nicht. Sie ist wirklich unverschämt. Okay. Ist noch was drin? Nur die Musik. Das ist eine schöne Melodie, mag ich sehr gern. Okay, dann erstmal hoch mit uns. Rein in Powerzimmer. Und ich würde nämlich sagen, weiße Laken, Bleistifte. Oh, das Notizbuch sieht aus, als wäre es oft benutzt worden. Ich sollte nicht darin lesen. Doch. Als würde ich es jetzt wieder zurücklegen. Es muss schon sehr alt sein. Die meisten der Worte sind verblasst. Ich kann nur ein paar Sätze entziffern. Hier drin werden wir alle unsere Abenteuer aufschreiben. Sieht aus wie die Handschrift eines Kindes. Regeln, Regeln. Die Erwachsenen reden von nichts anderem. Heute haben wir beschlossen, die Wahrheit über den Wald herauszufinden. Noch mehr verblasste Seiten. Heute haben wir eines der Monster konfrontiert. Eloise ist über den Scheunenzaun geklettert und hat ganz viel Lärm gemacht, während Chloe und ich uns versteckten, um gemeinsam zuschlagen zu können. Aber egal wie laut sie war, es ist einfach nichts passiert. Vielleicht klappt's nur nachts. Oh, es ist also Mamas und Papas Tagebuch? Und wer ist Chloe? Liebes Abenteuer-Tagebuch, unsere Abenteuer sind vorbei. Wir haben das Geheimnis gelüftet, haben gekämpft und alles, was wir dafür erhielten, war Verlust. Chloe wurde verschleppt. Wir haben uns entschieden, das alles zu vergessen. Zusammenhalt ist wichtiger als die Wahrheit. Davon hat Papa mir erzählt. Chloe muss seine Schwester sein. Der Rest der Seiten ist leer. Warte mal, was ist das? Da ist noch ein Brief. Er ist doch gar nicht so alt. Er stammt von Papa. Lucy ist uns so ähnlich. Sie möchte verstehen. Heute habe ich ihr gesagt, dass du nicht mehr zurückkommen wirst. Ich möchte nicht, dass sie dir folgt. Ich möchte nicht, dass auch sie mir genommen wird. Du weißt, dass ich dir nicht folgen werde. Niemand wird das. Aber du, wirst du jemals versuchen, zurückzukehren? Warte mal, ist das für Mama? Ich dachte, sie... Er hat gesagt, dass... Papa hat gelogen. Mama, sie ist noch... Papa? Was machst du da oder so bestimmt? Du bist ein Lügner. Wie kannst du nur... Glaubst du etwa, dass Mama sich von allein rettet? Kann es sein, dass die Mutter einfach auch in irgendeiner Parallelwelt ist? Anscheinend aber nicht in unserer? Oder vielleicht doch in unserer, aber gerade nicht an diesem Ort? Wir sollten nach ihr suchen, jetzt in diesem Augenblick. Ich kann es leider nicht entziffern. Wird zu lange dauern. Nein, lass mich los. Lass mich los, du bist ein Lügner. Nein, schließ mich nicht ein, warte. Oh, ich hasse dich.
Du hast die ganze Zeit lang behauptet, dass Mama fort ist und dass es keine Hoffnung gibt. Papa. Er ist gegangen, schon wieder. Kann's kaum glauben. Sie ist immer noch irgendwo da draußen. Ich glaube, dass sie im Wald ist. Also gut. Die Regeln sind mir egal. Ich werde nach ihr suchen und ich werde keine Angst haben. Ich werde nicht mehr versuchen, mit Papa zu reden, heute Nacht. Schleiche ich mich in den Wald und niemand wird mich dabei erwischen. Die Monster jagen mir keine Angst mehr ein. Es ist still. Papa schläft schon. Gut, Operation Mama retten hat begonnen. Ich nehme lieber einige Vorräte mit und ich muss einen Weg nach draußen finden. Bin ich einfach durchs Fenster? Die Tür ist verschlossen, aber vielleicht gelange ich durch das Fenster hinaus. Ich brauche etwas, um mich abzuseilen. Okay, die Decke wahrscheinlich dann, ne? Sieht man ja in Filmen immer, dass sie das aneinander dingsen? Socke auch? Weißt du was, Zunge, du kommst mit. Du gibst einen perfekten Beutel ab oder eine Ersatzsocke. Ich habe mich noch nicht entschieden. Okay. Noch eine Decke. Kopfkissen kann bleiben, wo es ist anscheinend. Jetzt ist es leer. Ein Behälter könnte nützlich sein. So, Kissen erzählt sie nur normal, ne? Wirkt es nackig. Okay, da bei der Kiste noch. Jetzt vermisse ich, wie es vorher ausgesehen hat. Lass mal sehen. Socken, Squinties Fell und... Oh ja, ganz unten in der Schublade habe ich ein paar Kekse für den Notfall versteckt. Quincy hat sie nicht gefunden. Perfekt. Okay. Hier gibt's nichts Nützliches. Hier unten auch nicht. Die Bilder bestimmt auch nicht, oder? Ich frage mich, wo Squinty ist. Draußen vor der Tür haben wir ja gesehen. Ich wünschte, ich könnte das Brüllen aus dem Wald nicht hören. Okay, so viel dazu. Gut, dann kombinieren wir mal. Das ist ein provisorisches Seil. Okay. Gleich aus dem Fenster. Fertig, das ist mein Weg in die Freiheit. Und hinterher. Genau wie in einem Abenteuerroman. Die Heldin gibt niemals auf. Kapitel 5. Hatten wir das nicht sogar schon mal? Es ist so dunkel. Autsch, ich habe den Stein nicht gesehen. Hier kommt mir nichts bekannt vor. Wo bin ich? Es ist so dunkel, dass ich gar nichts erkennen kann, wo ich hintrete. Warum habe ich keine Laterne mitgenommen? Ach egal, ich bin schon durch das Schlimmste durch. Jetzt muss ich nur noch Mama suchen. Okay. Hier haben wir schon ein paar Sachen. Die sich aber nicht besingen lassen wollen, wie ich gerade sehe. Also erst einmal kein Handlungsbedarf. Kann ich auch nicht anfingern, die Blumen. Okay. In diesem Wald gibt es sehr viele seltsame Farben. Oh ja. Es geht.
Aber wisst ihr was, was man noch in diesem Wald sehen kann? Dass wir schon 20 Minuten auf der Uhr haben. Deswegen würde ich gerne an der Stelle eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir legen übermorgen wieder los, wenn wir gucken, wo uns die Pfade hintragen. Also bis dann. Tschüss.